Sicher. Was geht? Ist es aus? Stop. Oh, stop. Rainer. Oh, lassen Sie, weil er kommt sofort in die andere. Das heißt, er macht das zweite Video automatisch. Spielt jetzt das Video noch? Ja, alles klar. Aber wenn Sie das nicht machen, ist es automatisch in das zweite Video. Also alle 30 Minuten schneidet immer meine Samsung weg, schneidet das automatisch. So, zum Beispiel beim Kran. Bei einem Kran. Kran und dann Wasser fließt. Ist das Kran? Nein, das ist nicht Kran so. Können Sie Kran? Ja. Ja. Nicht Kran wie Wasserhahn. Kran auf Bahasa heißt auf Deutsch Wasserhahn. Wasserhahn. Wasserhahn heißt Kran auf Bahasa. Aber nein, dieser Kran hier, der Kran heißt. Der Kran, die Kräne, heißt The Crane. Mein erster Sohn wegen HP, Handys. Ich habe Ihnen erzählt, meine Frau hat nicht zugehört, dass ein Kind darf nicht Handys anschauen. Aber sie beharrte sich. Sie hat sogar sich geärgert bei mir. Sie hat gesagt, bitte, bis zum 5. Lebensjahr darf kein Kind Handys, Fernseher, elektronische Geräte anschauen. Bitte. Bis 15. Ha? Bis 15. Bis 5. Lebensjahr. Oh. The golden age of the brain. Das ist die goldene, das goldene Moment für die Gehirne. Ein Kind muss Interaktion. Muss viel spielen, muss viel stimulieren. Sie hat es nicht so gehört, sogar sie war böse auf mich, auf meine Eltern sogar auch. Und dann jetzt hat sie bereut. Sehr bereut. Sie hat Buße getan, aber ne? Sie weinte auch sehr viel. Mein Kind ist fast 5 Jahre alt, konnte nicht sprechen. Und hat ähnliche Symptome wie Autismus. Okay? So, Fathers, the future of fathers, the fathers, zukünftige Väter, Vater, Väter und zukünftige Mutter. Eine zukünftige Mutter, jetzt sind Sie meine Kinder. Bitte hören Sie nicht zu. Lassen Sie niemals Ihre Kinder Handys hören, sehen, bis 5. Lebensjahr. Versprechen Sie mir, dass mein Kind hat ein ähnliche Symptome wie Autismus. Ich bin sicher, er ist genetisch nicht autistisch. Sicher. Sehr sicher. Ja, aber ich weiß, bis zum 8. Lebensjahr, zum 8. Monaten hat er kein Handys. Na, warum erzähle ich das? Weil das ist ein Lieblingswort von ihm. Rain. Jetzt fängt er ein bisschen zu sprechen. Kommunizieren noch nicht. Er hat viele englische Worte gelernt. Kann auch aussprechen, aber keine Kommunikation, noch nicht. Ich bete, wir sind gläubige Menschen in Indonesien, stimmt, bis vielleicht sie auch dort ist, aber ich meine die meisten, ja, die meisten von uns sind gläubig und wir glauben an Gott, der heilen kann. Ja? Und ich wurde dem Eric irgendwann erzählt, dass mein Gebet erhört wird, dass es Gott tatsächlich hier, vielleicht, ja. Wir diskutieren ja gerne, ja. Und ich bete und ich glaube daran, dass unser Gott ist ein barmherziger Gott. Wir haben gerne gemacht und wir wollen, dass er auch mir hilft und uns hilft, unser Tier zu heilen. Aber auch besser, wenn sie von jemand anderem diesen Fehler lernen. Stimmt's? Hallo? Ja, lernen Sie. Und Sie. Okay, sondern bevor Sie heiraten, das allererste, das Sie beim Gespräch haben mussten, hey, mein Schatz kennen Sie, Darling, Hani, würdest du bereit, dass unser Kind später niemals, also unsere Kinder,
Kinder später jemals Handys schauen bis zum 5. Lebensjahr? Okay? Wenn nicht, produzieren sie. Schluss machen. Good job, ja. Ich sehe viele in Starbucks, im Restaurant. Ist es vielleicht blöd, vielleicht für sie? Was lernen der Herr? Das ist doch nicht relevant für uns. Keiner hat Kinder sehen lassen, dem Handy sehen lassen, stimmt nicht. Schauen Sie sich im Restaurant. Die Eltern sind funktioniert, sind beschäftigt mit ihren eigenen Handys. Und kleine Kinder, weniger als 5 Jahre, schaffen Handys. Hier, Glas, ein Glas hier gelegt, Handys hier gelegt. Und das Kind ist nicht in Kommunikation, ist nicht in Interaktion. Okay. Das zweite Kind von mir, perfekt. Jetzt ist er fast ein Jahr alt. Ich bin sicher, in ein oder zwei Monaten fängt er zu sprechen. Weil er ist jetzt schon noisy, babbling. Er ist schon mit viel Lärm. Und jedes Mal, wenn man an ihm vorbeischaut, ja, ich habe 2 Jahre lang mein Kind, mein erstes Kind trainiert, das zu machen. 2 Jahre lang. Weil er ist nicht so gern mit anderen Menschen. Er ist immer nur mit Drehen. Er ist Menschen sind fern. Wenn ich spreche, es gefällt ihm nicht. Er hört mir nicht zu. Sobald ich aber Fernseher oder Handys, ein Wort zum Beispiel, sofort ist er im Fokus. Und sucht, wonach die Stimme kommt. Nein. Wenn ich aber das was sage, rein. Gefällt ihm nicht. Er sucht meine Stimme nicht. Aber wenn das von Handys oder von einem Video gespielt wird, sofort Fokus. Vielleicht ist es auch ähnlich wie wir jetzt heutzutage, stimmt's? Wenn Herr Will oder Herr Tom hier sprechen, vielleicht nicht so interessant. Stimmt's? Wenn aber ein YouTube-Video, Lernvideo zum Beispiel gerade ist, über dasselbe Thema, klar, das ist vielleicht interessanter. Ja? Deshalb habe ich diese Kombination. Im Classroom sehen Sie Lernvideos, weil wir sind ja schon gerade gewohnt, auch mit Lernvideos zu lernen. Stimmt's? Also dieses gleiche wie hoffentlich hilft. Na, anyway, nochmal, Brain. Diese Brain können Sie in Apartments, bei Bauarbeit, so dieses große Mast, ja, und dann ist es so dieser Halt. Und transportiert jetzt zum Beispiel Sachen. Und dann gehen wir da jetzt. Kennen Sie das? Und dann nochmal, einige Bauarbeiter setzen das auf der Leine oder auf dem Seil. Und das und dann bei der zweiten Stopp bewegen. Schon mal gesehen? Der Kran, die Kräne. Na, zum Beispiel das ist wichtig, dass man die alle Dinge mit Kräften erstmal anschaut und dann zerlegen bzw. zusammensetzen. Ein Beispiel. Hier. Hier heißt geneigte Ebene, erkennen Sie. Geneigte Ebene heißt schiefe Ebene. Geneigte Ebene heißt nichts anderes als schiefe Ebene. Weil hier sie in ihrem Schiff, in ihrem Zwick, geneigt heißt schief. Wenn sie da erinnern. Geneigte Ebene, schiefe Ebene. Ebene kennen Sie, ne? Flachfläche. Genau. Jetzt auf der schiefen Ebene liegt ein Körper. Der Körper ist ein Block zum Beispiel oder ein Quader. Liegen heißt sich befinden. Man kennt es hier. Sich befinden heißt liegen. Auf einer geneigten Ebene liegt ein Körper. Auf diesem Körper wirkt die Gewichtskraft. Okay. Auf diesem Körper wirkt die Gewichtskraft Fg. Na, jetzt ein Beispiel. Diese Gewichtskraft kann man zerlegen in zwei Komponenten. In diese Richtung, in diese Richtung. Zwei Komponenten. Wenn ich jetzt diese x- und y-Achse nicht so wie wir normalerweise definieren,
sondern wir definieren jetzt ein bisschen anders. Das heißt, hier ist Epsilon Asse und hier ist Epsilon Asse. Ich zerlege Fg in Epsilon Komponente, in Epsilon Richtung. Ich zerlege Fg in X Richtung. Wie zerlegt man das? Easy. Sie müssen senkrecht projizieren. Sie müssen eine senkrechte Projektion. Kennst du das Wort Projektion auf Basis? Projektion. Sie projizieren jetzt diese FG in X-Richtung und Y-Richtung. Das ist in Y-Richtung, das ist in X-Richtung. In Y-Richtung nennt man Fn. Manchmal FGY. Schreiben Sie. Manchmal FGY. FGY. FG Y. Warum FG Y? Warum heißt das FG Y? Die Y Komponente oder die FG Y Richtung. Genau. Und hier nennt man FG X zum Beispiel. Ja? Auf Englisch heißt oder auf Basis heißt X, auf Deutsch X. Genau. Aber warum diese FGY nennt man als FN dazu? Warum nennt man gerne diese FGY auch FN? Nochmal, warum? Weil warum diese FGY nennt man auch FN? Weil ja, warum diese FGY nennt man auch gerne als FN? Nochmal, warum? Warum? Das ist eine orthogonale Kraft. Genau, weil dieses eine orthogonale Kraft zur Ebene. Drückt die Ebene senkrecht. Stimmt's? Okay. Und warum nennt man FGX als FH? Kann man das Wort H finden in diesem Text? Können Sie es schnell finden? Was bedeutet H? Hand-Abtriebskraft. Markieren Sie. Hand-Abtriebskraft. Wie viele Worte gibt es jetzt bei Hand-Abtriebskraft? Hand. Genau. Abtrieb. Abtrieb. Kommt von dem Wort abtreiben. Stimmt's? Und dann ist hier auch das dritte Wort. Ja. Kann man. Kann man. Oder können Sie halbe Minute mit Ihrem Nachbarn zusammen zu drei, zu zwei. Dreimal die drei. Plus 2, das heißt 11 Leute. Ja? 1, 2, 3, 4, break off, rooms. Können Sie bitte Handabtriebskraft definieren? Können Sie jetzt. Definieren Sie das Wort Handabtriebskraft. Es gibt nicht im Buch. Sie müssen selbst frei mit Ihrer Fantasie definieren. Wenn jemand fragt, was ist Handabtriebskraft? Ich warte. Diskutieren Sie. Machen Sie einen Satz. Eine Definition Satz. Yes. Mr. Ignatius, können Sie stoppen erstmal?